So. Trifft sich ja auch gut, dass wir jetzt genau bei solchen Temperaturen in die Wüstenwelt müssen. Ich meine, meine Güte. Was spielst du denn? Ach, Bomberman. Ah. Trifft sich, dass wir genau jetzt genau in diese Welt müssen. Wenn draußen über 30 Grad sind. Und by the way, moin alle miteinander. Heute Sup. Mehr Bomberman. Ach ja, stimmt, ich bin das letzte Mal 10.000 Mal Game Over gegangen, da war ja was. Guten Appetit! Stimmt, und eine Sache, die ich noch vorhatte. Es war noch nicht jetzt. Gehst du? Das Ding ist merkwürdig. Ach stimmt, das Ding braucht man ja für später. Totally forgot about this. Wie ja gesagt, das ne, einfach viel zu warm hier. Ich lese, das Nervigste ist immer noch, ich lese immer nur, oh ja, bei uns ist Regen und bei uns ist Sturm und bei uns ist, hast du nicht gesehen, und ich sitze hier und denke mir, Alter, I am melting. Ich habe es auch heute eigentlich nur gepostet, einfach um dich zu ärgern, da bin ich ehrlich. Das hat mir schon fast gedacht. Das glaube ich, glaub ich dir sogar. Da bin ich sarkastisch genug und böse genug. Ich meine, du hast meinen Post gesehen, oder? Ja. Wie ich dich geantwortet habe. Einfach so. Ja. Ich habe mir gedacht, so, Alter, warum postet sie das? Was soll denn das? Weißt du, ich werde hier Dampf gegart in meiner eigenen Soße und sie erstmal, oh ja, hier, guck mal, Regen, Sturm. Oh, und ich so. Trigger. Oh Mann. Hab dich trotzdem lieb. Ich weiß. Und da kannst du nichts gegen tun. Ich weiß. By the way, die Musik hier in dem Level ist echt total weird. Sie ist ein bisschen wüstenmäßig, aber irgendwo auch nicht so viel. Ich hab auch gerade Regen. Ihn dir sonst wohin? Okay, nee. You can hide. Ah, stopp, Mensch. Das hatten wir Andy und ich ja letztens gehabt. Also nur mal so nebenbei, wenn ich irgendwie, ne, bei solchen Kommentaren irgendwo leicht sarkastisch reagiere, wundert euch nicht, ist nicht böse gemeint. Ich bin nur bei sowas leicht. You're salty. Da werde ich leicht, salzig. Da werde ich leicht salzbräunlich. Ich spring gleich wieder da. Ich flitze mich einmal kurz in die Küche. Tu das. War ich heute schon. War zu warm. War eine scheiß Idee. Ich war das öfter heute schon in der Küche. Ich habe die heute aufgerannt. Bei der Hitze. Achso. Bevor es geregnet hat. Ach, das Ding. Oh ja, komm. Fucking bash him. Das Ding ist Level 5. Weil es ist ein kleiner fucking... By the way, gab es nicht mal irgendwie so ein Anime, irgendwie Dinosaurier Hunter? Schieb mal danke für den Host. Ach, automatischer Host. Ah. Danke dir. Auch wenn du wahrscheinlich gerade nicht da bist. Aber ja... Go into the fuck yourself. Wo war ich stehen geblieben? Wieso sind es überall in Deutschland unter 30 Grad, nur bei mir nicht? I don't get it. Wirklich, überall wo ich lese, ja, wir haben nur 23 Grad, wir haben nur 20 Grad. Und ich sitze mir, ich habe hier schon den ganzen Tag über 30 Grad. Mir ist warm. I am dying. Oder so. Skedaddle. Skedaddle. Man muss ja jetzt mal ein bisschen gucken, nicht? Ich bin in der Schweiz. Ja, okay. Also mittlerweile sag ich mir auch... Ja, doch. Schweiz wäre schon geil. So ein Permaleben in der Schweiz. Hm? Will you open? Halt, wir sind hier. Sag mal, Captain Obvious, kannst du mal aufhören, mir ne, die offensichtlichsten Sachen zu erzählen? Ich meine, ne? Boah. Boah.
33 Grad hier im Süden. Ja, es ist Sommer. Dabei haben wir noch nicht mal Sommer. Es ist okay, wir haben fast. Wir sollten nicht Sommer haben. Es ist Mai. Noch. Morgen nicht mehr, aber gut. Ist ja nicht so wichtig, Ryan. Ist ja nicht so wichtig. Hm? Wie geht das denn auf hier? So, von hinten? Und schwupp! Geht auf jeden Fall nicht kaputt. Geht nie kaputt. Hoppa! Well, that shit doesn't work. Kannst du auch echt nicht reinkicken, ne? Nope. Weird shit. Warm shit. Ah, so geht's natürlich auch. Ich sag ja, es ist einfach, ne? Aktuell, Problem ist ja auch nicht mal mir, dass es mir schlecht geht im Grunde. Es ist einfach so, mein Kreislauf denkt sich, yo, hi, long time no see. Und auf einmal, ne? Fakt ist, wir essen schon kaum was hier aktuell. Ich habe jetzt heute seit langem mal wieder gekocht. Ich glaube, ich habe die ganze Woche noch nicht gekocht gehabt. Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe... Nee, Montag war ich einkaufen, da habe ich nicht gekocht. Und... Ja, irgendwie seitdem Ist weird, okay? Shumitsu, vielen Dank für den Follow. Aber ich sage ja, auch das geht vorbei. Wir kommen da schon irgendwie durch. Wir werden das schon irgendwie überleben. Kann ja nicht so schwer sein, right? Meine Eltern wollten jetzt, die sind auch so lieb und wollten jetzt mal gucken, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, so eine Klimaanlage oder so. Also eine richtige. Weil die Klimaanlage, die ich habe, die ist, ne? Fucking trash. Oh. Totally forgot about this one. Blöck. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der mich da trifft, wenn er da... Hallo. Renn noch nicht da oben längs, du Himmelbagge. Oder... sag mal. Kann wohl nicht wahr sein. What? Das Nervigste einfach an dieser ganzen Wärmescheiße ist, ich versuche schon wirklich alles, was ich irgendwo lese, sei es auf Twitter, Tipps, die man mir gibt, oder hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Von wegen, Wasserflaschen ins Gefühlfach, nee, deutsche Sprache, Speeresparte. Das habe ich versucht, ins Gefrierfach zu packen und die dementsprechend einzufrieren und dann, ja, in Raum zu stellen. Und dann soll das die Raumtemperatur runterziehen. Which I call bullshit. Echt einfach. Well, okay. Wird sowieso nicht zurück. Da oben ist so uncool. Wee. Ich mag diese Geister. Die machen einfach nur wee. Schön hier, hier ist Wasser. Ich mag Wasser. Ist das ein Kamelkocher? Das ist ein Kamelkocher. Das sind zwei Kamelkocher. Okay. Wie wär's, wenn dir das nicht tut, ja? Das sieht nämlich leicht dangerous aus. Ah! Nimm das, Kamel. That's what you get. Quit smoking. Können wir das nochmal zurück machen? Ich fand es irgendwie schöner hier, wo noch alles mit Wasser war und
alles sehr tropisch kühl und schön wirkte. Meine, irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, was diese Kamele angeht. Jesus Christ. Ich meine, die haben nur ihren Job gemacht und es sah hier schön aus. Auch wenn es am Ende eine Morgana Fata war. Aber trotzdem ist ja nicht wichtig, ne? Ich meine, die Illusion von einem Eis wäre mir jetzt gerade auch recht. Alles, was ich habe, ist ein fast leeres Wasserglas. Ein Taco-Tempel. Der Taco-Tempel. Falls ihr Tacos braucht. Für all your taco needs. Oh shit, boy. Blub. Oh nein, die Pimmelbacken. Ich hab die ganz vergessen. Bäh. Ach ja, da war ja was. Aber hier kriegen wir noch ein anderes Vieh, was wir verdammt gut brauchen können. Was sogar schon nahezu essentiell ist später. Alter, halt die Fratze jetzt, ja? Und stop fucking calling me. So, bin wieder da. Ich habe Radish, Radieschen. Oh, Radishes. Rabidashes. Ich liebe Radieschen. Ah, ich weiß nicht. Zu scharf? Nee, nicht mal. Zu meh. Ich habe schon immer Radieschen geliebt. Oh, nee. Ich kick einfach nur alles blöd durch die Gegend. Ist auch eine Option. Brauche ich nicht. Kriegen wir hin. Bash him. Okay, das Ding ist Level 25. Hehe, Schlechtung. Du bist doch doof. Du Müffels. Sag mal. Alter, du kannst dich immer blocken. Das giltet nicht. Sackgesicht. Panda. Oh, well, fuck. Well, that didn't work. Warum habe ich noch nicht irgendwen? Du könntest noch. Fucking bash him. Meine Güte. Just bash the dragon. Geht doch. Das ist ein fucking Dino. Er ist ein Drache. Ich meine, das ist ein generell ein Match, was ich mal sehen würde. Drachen versus Dinos. Easy. Kein Jump on. Ja, stimmt, jetzt können wir auf Bomben rumhopsen. Ja, voll fun. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wie war das? Genau, so war das. Bäh. Jetzt muss man sich vor allem wieder dran gewöhnen, dass ich nicht, dass du den ganzen Scheiß nicht mehr fernsteuern kannst. Juck. Weg. Ah, Fakt ist, es ist halt eine der, nennen wir es mal, Kernfähigkeiten hier. So schlicht und ergreifend auf einer Bombe rumhopsen. Ist zwar das, was uns Mama immer gesagt hat, sollen wir nicht tun, aber wir hören schon auf das, was Mama sagt, right? Boah, was ist denn mit meiner Nase heute los? Die ganze Zeit schon so, blech.
So, Erch und Berch. Ja, dafür gehe ich jetzt nicht runter. Aber... Wait a second. What? Was hat Vivi da jetzt? Urgent. Oha. So langsam brennt meine Zunge durch die Radieschen. Man sollte kein ganzes Bund auf einmal essen. Aha. Wieder irgend so... Ups. Komm bitte wieder her. Vergessen. Kann ich ja jetzt wieder. Zack. Und zack. Und zack. Hi. Ist das warm? Muss das sein? Special. Habe ich dadurch jetzt Damage genommen? Scheinbar. Sei jetzt... Wait, what? Merkwürdige Dinge. Achso, hier kann ich noch gar nichts tun. Quack. Nicht sowas machen, tun. Das ist unhöflich. Baba. Warum nehme ich mit euch überhaupt an? It's totally retarded. Nicht tun das. Alter, du stehst da unten. Du hast überhaupt nichts zu melden. Yeah. Dankeschön. Da war ja was. Ja. 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 One burned you alive and the other electrocuted you with static. Hell yes. Ach ja, by the way, Pommy wird für so viele Fusionen verwendet, es ist schon nicht mehr feierlich. Also an zwei erinnere ich mich. Ich glaube, es gab aber auch noch eine dritte. Hey, Bisaf. It's a nuclear cat. Wäre diese Fähigkeit nicht so wahnsinnig merkwürdig und schon nahezu retarded, dann wäre das sogar tatsächlich gut. I mean... Wait. Ah, hier. Das Ding ist merkwürdig. Nur mal so nebenbei, aber, ne? Es ist nicht so halbwegs so cute. Ich will dich gar nicht, du merkwürdige Katze. So. Meine Güte, ich glaube, es hakt. Alles voller merkwürdiger Katzen. Bäh.
Nee, 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 nee. Warum? Ich habe immer das Gefühl, und ich weiß nicht warum, so ein weird feeling, jedes Mal, sobald ich den Stream anschmeiße, wird es sogar noch mal wärmer. Kann daran liegen, dass du die Fenster zumachst? Nein, mein Fenster bleibt offen. Das sind Dinge, die ich, dieses Fenster bleibt offen. Das ist mir mittlerweile auch scheißegal, ob mich draußen jeder für einen Psychopathen hält. Das ist mir sowas von scheißegal. Weil es ist so schon warm genug in dieser Wohnung. Wenn ich jetzt mein Fenster schließe, I will fucking die. And when I die, it's not good. Aua! Was soll denn machen das? Unhöflicher Penner. Oh fuck. Ja, ich sollte vielleicht doch jetzt mal ein bisschen aufpassen. Hast du ein Herz für mich? Nein. Hast du ein Herz für mich? Nee, du hast auch keins. Kein Herz für Shadow. Ja, das kenne ich schon. Das ist ein scheiß Spendenaufruf. Müssen wir mal gucken hier. Ich möchte mal so betonen, vorher irgendwie jeder Gegner droppt Herzen. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Finde ich irgendwo ziemlich assig. Vor allem will ich den Boss, der danach kommt, nicht mit einem Herzen machen müssen. Ist ein bisschen herzlos, don't you think? Wenn ich das Level hier schaffe, wäre ja schon mal nicht schlecht. So, ohne drauf zu gehen. Ja, deswegen, ich rausch ab. Jetzt müssen wir den Boss zwar gleich mit einem Herzen machen. Aber Mensch. Oh, vor allem ist der Boss ja nur ein ziemliches Arschloch. Ja, Mensch. Wenn es weiter nichts ist. Wenn es weiter nicht no tut, aber es ist einer der coolsten Bosse, davon mal abgesehen. Das ist absoluter Edgelord, ich liebe ihn dafür. Crunch, crunch. The Blue Falcon of the Crush Bombers. The Eagle Bomber is what I'm called. So, you are the foolish Bomberman, whom defies our Master Mujo. If you don't fear these beautiful wings of white silver, then come battle with me. Der Typ ist so ein fucking Edgelord, aber ich liebe es. Das ist so cool. Mit einem Herz jetzt. Mit nur einem Treffer. Okay. Also wenn ich das jetzt schaffe, ne? Dann will ich in irgendwelche Guinness-Bücher. Oh Mann. Okay. Ich meine, an sich ist er nicht schwer, aber... You know? So mit nur einem Treffer... Könnte schon ein bisschen tricky werden. Okay, soweit so gut. Ich habe ganz vergessen, dass er diesen Move hat. Ja, doch, ich hab ganz vergessen.
Ah, wo ist er? Da ist er. Da kommt er. Das auch. Okay. Bäh. Da kam erst der Blitz eingeschlagen. Ich wünschte, hier würde irgendwas einschlagen. Hm? Ich wünschte, hier würde irgendwas einschlagen. Hm. Am besten Regen. Oh, shit. Vor allem, ich hasse es, wenn er diesen Beyblade-Move macht. Ich will nicht sterben. Vor allem nicht, während er seine Fische droppt. Das Schlimmste ist, am liebsten würde ich ja halt diesen einen Move zeigen, den er machen kann. Aber glaub, das wird nix. Fuck. Oh, fuck. Ja, genau. Oder? Ist es der Move? Nee, das ist der nicht mal. Ohne ein Treffer. Okay, der eine Treffer, aber trotzdem. Nice. Just saying. Mit einem Herz. No biggie. No big deal.